Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1452 Winners Match. Wir haben da ein PvZ mit dem amerikanischen Protoss vom Team Ting. Es ist Neep. Und der spielt gegen den Sergeant Blau. Der ist beim Team Africa Freaks aus Korea. Es ist Armani. Hat da an der Stelle noch keine Hatch. Oben auch nicht. Da unten ist die Hatchery. Gab nämlich trotzdem meine Hatch first, weil eben die Probe unterwegs so ein bisschen genervt hat. Es gibt einen Nexus bei Neep nach dem Gateway. Also erstmal Economy-fokussiertes Opening von den beiden. Gut, tatsächlich von Neep, ja, erwarte ich schon was schon. Armani traue ich auch zu, dass er deutlich aggressiver spielt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der hier nicht einfach drauf wartet, bis Neep auf ihn zukommt, wenn Neep mal seine drei Basen hat, sondern dass Armani selber die Initiative ergreift und den Protoss mit ein paar Einheiten besucht. Aber das wird sich zeigen. Erstmal geht's in den ersten Adaptern, die ersten Dinge, die ersten Queens. Und dann wird natürlich auch Creepspread gesetzt. Mal sehen, was Neeps Ansatz ist. Gibt es Stargates? Gibt es einen Airstyle? Gibt es den klassischen Groundstyle mit den Immortals? Oder baut er was ganz was anderes? Erstmal haben wir einen Stargate Opener. Und der Adept ist natürlich unterwegs, aber das ist soweit so Standard. Da ist noch nichts Überraschendes mit dabei. Der Adept schaut jetzt die Dinge an und da kommt die dritte Basis, gegen die kann er nichts tun. Kann er vielleicht nur versuchen, ein paar Drones mitzunehmen. Aber an sich scoutet der Adept jetzt rein. Guckt natürlich auch gerade, wie viel Vespingas wurde gesammelt, wie viel Vespingas wird gesammelt aktuell. Und sieht eben, okay, da war nicht viel drin. Da wurde jetzt aber gerade noch eine weitere Drone mit reingeschickt. Speed-Upgrade für die Linge kommt mit dazu. Das ist gleich fertig. Wenn das ein Void-Drain-Produktion bei Neep. Da sieht man Creep in zwei verschiedene Richtungen. Weitere Queen kommt mit dazu. Und der Adept ist tatsächlich reingegangen in die Main, shadet aber dann auch raus. Aber einfach nochmal bestätigt, wie es da mit dem Vespingas aussieht. Inwiefern da was genutzt wird. Und ja, dann haben wir jetzt hier das SC Void Ray gleich da. Wird gechronoboostet. Das wird dann sich den Overlord vorknöpfen. Es gibt noch einen zweiten Ovi, der ist aber. Er ist in einer guten Position. Der ist nicht so einfach zu finden. Die Frage, was das Void Ray dann macht. Danach gibt es nochmal ein Oracle. Aber wir haben Overlord Speed auch unterwegs für Armani. Also möchte dann anscheinend nochmal nachscouten. Wenn es dann soweit ist, dritte Basis ist unterwegs für Neep. Das ist keine Überraschung. Er ist einer der Makro-Protos einfach. Das Void Ray bahnt sich dann den Weg, hat aber nichts wirklich, was es finden kann. Das Oracle schaut dann mal in der Sorgbase vorbei, auch da wieder um zu scouten, hauptsächlich, weil viel Schaden sollte dieses Oracle nicht anrichten. Wenn das Oracle groß Schaden anrichtet zu einem späten Zeitpunkt, dann läuft beim Sorg irgendwas falsch. Und ja, das Oracle schaut mal kurz vorbei. An der Natural wurde tatsächlich am Sporkoller gespart, aber das sind ein paar Queens da. Mit dritten Basis ist auch kein Sporkoller, sehe ich das richtig? Doch, da ist ein Sporkoller, der ist ein bisschen weiter weg. Damit das Oracle macht tatsächlich ein bisschen Schaden. Zwei Drones. Aber zwei Drones ist okay, das ist noch im Rahmen. Da sehen wir eben diesen Speed Overlord, der nochmal nachscout, um zu gucken, was macht der Protoss danach, was ist das Follow-up nach dem Stargate. Und sieht da Robo, Twilight, Forge in Kombination. Also die Ground Army, auf die da geplant wird. Das heute, ja, hat auch ein neues Ziel damit gefunden. Das ist ein bisschen schneller. Außer so Prismatic Alignment an, dann wäre es langsamer. Und somit für diesen Overlord keine Hoffnung. Aber der hat seinen Job erledigt. Der hat nachgescoutet und das war für Armani durchaus wichtig, wenn das ein schaut, Neep. Jetzt mit zwei Oracles unten vorbei, aber ja, Queens sind überall in Position. Oracle Sporkoller mit dabei, für die Oracles also wenig Möglichkeiten, da wirklich Schaden zu machen. Kann auch durchaus sein, wir sehen einfach, dass die Oracles hier rausgerecallt werden, wenn sie vielleicht noch eine Relevation oder so hier draufkasten. Es gibt nochmal den Adapter, also die Adapter, sogar zwei Adapter, die schauen, dass wir nochmal irgendwas hinkriegen, aber nein, warten. An die Evolution Chamber rangeklammert und dann einfach von den Lingen rausgenommen. Und da gab es nochmal ein Stasis Ward, zwei Stasis Wards sogar. Also die Oracles versuchen nochmal ihre Energie zu nutzen, aber ein Stasis Ward geklärt, der zweite gut gegen gemicrot. Also der Schaden hält sich weiter in den Grenzen und Neep, ja, hat momentan die zwei Adepts verloren. Vier Drones gekillt, die zwei Overlords eliminiert, hat aber eine dritte Basis. Neep, er hat sich dazu entschlossen, ich makre einfach mit dem Sorg mit. Stört mich nicht groß. Und ja, versucht hier trotzdem noch mitzunehmen, was geht. Nochmal zwei Drones. Da sind wir noch gerade Hydra dann begonnen für Armani. Also Hydra-Style Lurker könnte ich mir da vorstellen, längerfristig. Wenn das dann kommt, Charge und plus 1 bei Neep. Und weitere Gateways für seine Ground Army und auch ein Warp Prism betritt dann bald das Feld. Momentan sehen hier die Protoss Army jetzt noch nicht sonderlich spektakulär aus. Es sind zwei Oracles, ein Void Ray, ein Adept und drei Sentries. Und ein Observer, wenn man den noch mit zufügen möchte in die Reihe. Also ja, da muss auf jeden Fall deutlich nachgebessert werden mit. Und jetzt, da kommt nämlich gerade eine Welle an Roaches für Armani. Also doch nicht direkt Hydras, sondern Roaches werden zuvor noch eingestreut mit Roach Speed auch. Creepspread ist weiter am Wachsen, dagegen hat sich Neep noch nicht sonderlich gewehrt. Wir sind bei 5 Queens auf dem Feld, da kommt noch Ravager mit dazu, aber scheint erstmal alles für die Defensive zu sein. Wir sind bei 67 Worker auf den drei Basen, mit einer vierten gleich fertig. Infestation Pit kommt aber auch schon mit dazu. Also Armani taggt in verschiedene Richtungen.
Die werden das mit seinem ersten Move-Out, aber mit dem, das ist einfach nur ein bisschen präsent sein. Weil mit der Truppe würde nicht so viel reichen, außer jetzt doch Arkons noch mit dazu, dann reicht ein bisschen mehr. Wird spannend, wie viel er da wirklich machen kann. Währenddessen hat Armani einen Counter-Attack unterwegs mit ein paar Lingen, aber Oryx hat den Laser an und lasern die Linge raus, wie sie gerade versuchen, die Probe rauszunehmen. Kriegen die Probe am Ende trotzdem. Hier wird jetzt vorbeigeschaut, aber das neben Roaches Ravage oben. Und ja, Nieb damit auch. Ja, da kommt direkt der Rückwärtsgang. Also ja, sieht das. Klar, wenn ein Zerg nicht vorbereitet ist und einfach sehr greedy war, dann kann man den Zerg hier richtig die Schaden zufügen mit so einem Push. Aber so ist es einfach eher ein, wirklich ein Präsenzangriff von den. Guck mal, ich bin da, vergiss mich nicht. Und Armani hat aber schon genügend Army Supply gepumpt zu dem Zeitpunkt, um das zu verteidigen. Und da sehen wir, es geht einfach in die Lurker. Also von einem Roach, von einer Roach-basierten Army in eine Lurker-Army mit Hive-Tech auch unterwegs und massig Drones, die jetzt nachgelegt werden. Jetzt fühlt sich Armani sicher genug nach den paar Wellen an Roaches. Da geht es jetzt hoch auf 87 Drones, aber auch nie mit 4 Basen, 72 Probes. Es wird einfach gemakrot von den beiden, wie irre. Wir hatten noch keinen großen Fight. Sondern das wird eine Makro-Schlacht. Ja, das ist das Wort, bisschen sucht nach irgendwelchen Möglichkeiten, aber da geht wenig Sporkroller, ist in guten Position. Winston, nee, da kommt sogar noch mehr Sporkroller, also Armani möchte da wirklich nichts anbrennen lassen. Kein Bock auf den Warprism von der Seite. Die Zellets laufen dafür aber nochmal ran auf die dritte Basis. Der Creep sieht das nicht alles, weil da vorne noch kein Creep ist, aber die Zellets chargen mutig vorwärts. Das sind aber auch die ersten Dinge, weil sofort werden noch ein paar Spankroller hier angeplant. Also Armani scheint einen recht defensiven Style hier vorzuhaben. Wenn das so viel Static Defense baut und auf Lurker geht, dann ist es so à la, lass den Protoss auf mich zurennen und sich daran zu Tode rennen. Weil Neep in so einem Style nicht schlecht ist. Neep kann mit sowas umgehen. Man sieht da bereits Vorbereitung von ihm, Fleet Beacon, zwei weitere Stargates, Storm ist mit unterwegs, also ja. Anscheinend skippen wir hier komplett alles bis aufs Late Game. Denn ja, da kommen die Lurker-Upgrades, da kommen jetzt die ersten Hydras, da werden auch Lurker Stück für Stück gemorpht. Static Defense ist schon 5 Sporkroller, 2 Spinecroller, kommen nochmal 4 Spinecroller mit dazu. Trotzdem noch 87 Drones. Max Out wären wir fast dran, während das Neep eben mit Fleet Beacon, zweites Attack Upgrade, vierte Basis, mal sehen. Neep kann es sich natürlich dann hier leisten, ein bisschen schneller zu expandieren. Neue Basis aber auch für Armani. Also ja, es tut sich nicht viel in den 10 Minuten. Ich meine, wir sind bei 1600 Resources lost gesamt nach 10 Minuten. Und das, ja, sind jetzt 3 Carrier im Bau. Also das dauert noch ein bisschen länger. Das dauert noch ein bisschen länger. Hier der... Dinge, die... es ist wie die Widowmine. Die kann man auch snipen. Und die kann trotzdem noch ihren Schuss absetzen. Dann ist die Widowmine quasi schon tot, aber die Kugel fliegt noch raus. Und das sieht man beim Stasis Ward gerade auch quasi. Er war eigentlich quasi schon tot, aber hat dann beschlossen, jawohl, ich schließe euch jetzt aber noch ein, die Roaches. Und jetzt kommt die Protoss-Armee noch mit ran und versucht da Hallo zu sagen. Aber die Zerg-Armee ist auch mit in der Position. Große Beise nochmal auf die Oracles, trifft aber nicht. Die Oracles lasern nochmal den ein oder anderen Ravager aus dem Leben. Und Armani mit einem späten Nydos. Und den Lurkern, die drumherum stehen. Das könnte interessanter werden, denn da hinten ist eine Overseer-Position. Für einen Sneaky Nydos bin ich sehr gespannt, wie erfolgreich das ist. Währenddessen Neep mit Carrion Mothership im Bau. Armani mit Hydra-Upgrade für Speed und plus zwei Missile-Attacks. Static Defense steht hier rum und 81 Drones, 78 Probes. Warprism wartet, aber das kann halt gegen die Static Defense auch nicht so viel anrichten. Auch hier wird es nicht ganz so einfach, wenn da so viele Spinecaller rumstehen. Aber ich bin sehr gespannt, was das zwischen den beiden hier abgeht, weil wir sind immer noch in der Vorbereitungsphase. Und ja, da kommen jetzt auch die ersten Tempest mit ran. Mal sehen, jetzt hier laufen, jetzt scheint es mal so langsam hier vorwärts zu gehen. Roaches kommen vorbei und das ist schön kombiniert. Die Roaches greifen an, währenddessen beginnt der Nydos-Versuch. Von wegen, schau, dass der Protoss abgelenkt ist, dann kannst du den Nydos durchsneaken. Da wäre das ein Vierfach-Hallucination am Scout und der Nydos wird durchkommen. Da wurde aber jetzt ein Recoil gezündet, um prompt das aufzuhalten. Locker kommen jetzt da raus, aber sofort landen da ein paar Storms. Locker aber einfach, ja, graben sich hier ein, werden aber getaggt. Es regnet Storms. Es regnet Lurkerfeuer und am Ende von dem Nydos-Versuch bleibt nicht Nydos, killt aber 7 Probes mit dabei. Trotzdem, das hat sich für Armani, glaube ich, nicht ganz gelohnt. Das kann ihn deutlich mehr Geld gekostet und der Overseer wird das jetzt auch nicht überleben. Also interessanter Gedanke, aber nie sofort Recall und rauf. Es gibt aber nochmal einen weiteren Nydos, der ist hier unten. Und der wurde platziert. Das war bisschen, das chillt hier immer noch rum. Und Armani ist immer noch maxed. Baut sich jetzt Vipern, neue Hydras, nochmal Nydos. Also versucht einfach schon Nieb mit verschiedene Nydosen auf die Nerven zu gehen. Irgendwie, es macht denn, beide wollen eigentlich defensiv stehen, wie man hier sieht, weil auch Neep mit wahnsinnig viel Static Defense. Neep igelt auch wie ein Irre. Und Armani fand jetzt ein paar Nydos, aber auch Armani eigentlich mit der ganzen Static Defense. Also, ja, der Armani baut selbst, was ist los mit den beiden? Das ist ja das defensivste PvZ, das ich je gesehen habe. Also von beiden Seiten. Klar, die Lurk-Aktion war jetzt mittendrin,
Das hat mal ein bisschen was gebracht mit dem Roach Attack, aber trotzdem, wenn man sieht, wie die beiden hier in Static Defense pumpen, wie Verrückte. Anstatt, dass mal einer die ganzen Basen auf der Map nehmen würde, aber nein. Anscheinend. Beste Offensive ist eine gute Defensive, man kennt das ja. Und das nehmen die beiden sehr ernst, wie man sieht, mit mehr Tempest, noch mehr Spawncrawler. Spawncrawler-Anzahl schießt gerade so nach oben. Gut, ich glaube, wir sind noch ein bisschen länger. Holt euch einen Kaffee. Wollte ich kurz pausieren, dass ihr Zeit habt, euch einen Kaffee zu holen. Könnt natürlich einfach das Video pausieren, ihr habt es ein bisschen einfacher. So, und wir sehen nächsten Nydus. Der oben wird jetzt einmal kurz gekehrt, aber die Nydusse, jo. Ich meine, die Wirkung der Nydusse war bisher eher so null. Neue Basis ist auf jeden Fall geplant von Nip. Roaches laufen jetzt hier rein, aber hier. Sie kriegen nicht mal den High Templar. Halleluja. Spielt der Tower Defense oder was? Ja, hier unten ein paar Sellets unterwegs, aber das ist einfach so, ja, Einheiten wegwerfen und die durch bessere Einheiten ersetzen. Mehr machen die beiden gerade nämlich auch nicht. Man sieht, die Roaches werden nicht neu gebaut, die Sellets werden nicht neu gebaut. Dessen gibt es Hydras, eine ganze Palette an Upgrades, das gilt aber für beide Seiten. Und ja, Nip mit einer Basis da oben und vielleicht auch eine Basis dann hier. Währenddessen Armani mit bisher keiner weiteren Basis geplant. 77 zu 75 Worker, stattdessen werden hier auch hier die Rocks zerstört. Die gibt es mal einen Besuch von ein paar Probes, von ein paar Lingen, die können die Probe ausnehmen. Währenddessen Overseer chillt nochmal über der Netzbüll, könnte theoretisch nochmal Nydus hier beginnen. Nydus hier unten ist zwar am Start, aber er tut halt auch nichts. Das ist eine teure Art und Weise, um eine Expansion zu blocken. Da forscht man leichter Burrow und gräbt einen Ling ein, das ist billiger als den Nydus hier zu setzen. Aber Burrow kommt jetzt und da kommt das Upgrade, die Tectonic Destabilizers. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Und noch mehr Cannons. Nip baut 9 weitere Cannons und 2 weitere Schildbatterien. Und noch mehr. Was stimmt mit den beiden nicht? Es geht doch nicht, dass beide auf massiv Static Defense setzen. Und wir sind bei noch nicht mal 15 Minuten. Das ist das Komische an der Sache. Beide eageln wie verrückt. Aber das Spiel ist noch nicht mal wirklich lang. Also, ha. Na gut, ja, beide fühlen sich anscheinend wohl in einer sehr defensiven Haltung. Aber mal sehen, wer das am Ende besser managt. Ich meine, gut, dann wird das so ein Spiel der Effizienz quasi. Wer mit seinem Geld besser umgeht, wenn die beide sich jetzt einfach von Basis zu Basis igeln. Plus 3 Attack, plus 3 2 für die Air Units, auch plus ein Schild, ein paar Hydras werden da geopfert. Weil ich meine, beides sind quasi Next, da wird man Overlord zerstört. Weil das sind unten, Spawncrawler Wand schiebt sich nach vorne, um Platz für eine weitere Basis zu machen. Gleich genauso hier. Also Lurker mit drin, Static Defense, En Masse, Corruptors sind da, Vipers sind da. Also die Amis wurden Stück für Stück umgestellt. Da kommt noch der letzte Rest an Tekken, Baning Nest und eine Uli Cavern. 3, 2 Attack Upgrades, Carapace 1 ist drauf. In der Luft haben wir plus 1 Fly Attacks und plus 2 unterwegs. Hier wird nochmal eine Cannon zerstört, weil die Archons, glaube ich, sonst nicht durchpassen. Ich glaube, die passen immer noch nicht durch. Doch, passen durch. Jo, und hier immer noch. Moment, Statusreport. 44 Cannons, 11 Schildbatterien, 41 Spawncrawler, 8 Spinecrawler. Beide haben doch ein Rad ab. Jetzt kommen 4 weitere Stargates. Gut. Ich schätze mal, die Banks klettern jetzt noch. Wobei, so wie die beiden in Static Defense investieren, können die gar nicht viel Banks. Aber man sieht es bei Armani. Ist zwar, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang maxed. Da tut sich nicht viel am Supply. Aber halt. Upgrades laufen wie verrückt. Baning Speed und Uli Arm Upgrade. Und jetzt, ja, es sind halt doch Tempest da. Also Viper müssen sich damit einmischen. Und weiß nicht, also. Also ich bin tatsächlich mit Neep's Style eher zufrieden als mit Armanis. Weil Neep sichert sich damit gegen Rumbies ab, aber seine Tempest Army ist halt trotzdem richtig stark gegen die ganze Static Defense Geschichte hier. Hier drüben sehen wir jetzt mal ein paar Probes werden in den Tod geschickt. Waren sehr erfolgreich. Haben ein bisschen Schaden in Spawncrawlern gemacht. Die Spawncrawler rücken 10 cm vorwärts. Als Antwort drauf. Und die Lurker auch. Ja, aber weitere Upgrades. 3-3 für R. Und weiteres Taggen der Static Defense. Aber jo. Wenn das die Maßnahme ist, um das Spiel zu gewinnen, dann sind wir hier noch ziemlich lange. Bis die Tempest sich nämlich durch jedes Stück Spawncrawler durchgeschabt haben, das kann dauern. Jetzt auch nur noch Upgrades beim Zerg unterwegs. Als ob es eine verbuggte Brute-War-KI wäre. Die baut nämlich auch nur Upgrades und keine Units mehr. Und keine Gebäude. Und es gibt nur noch Upgrades. Nein, hier mal eine Viper stirbt, dafür aber Dakt auf den Tempest. Trotzdem, da muss Armani eigentlich mehr machen. Er muss aktiver sein gegen diese Tempest. Er kann das nämlich nicht nonstop zulassen, dass einfach die Tempest ihn hier beballern. Und wieder mal Stasis Ward. Wird nicht deathlich gekillt, sondern killt stattdessen oder blockt stattdessen die Hydras. Hydras nimmt es aber mal auf einer Mission. Aber was wollen die Hydras hier gerade machen? Da steht so viel Static Defense rum.
Da steht so viel Static Defense rum, da kann halt ein Runbine nicht viel machen. Ein paar Probes hat sie mal rausgeschickt, Hydras kann die paar Probes rausnehmen. Vielleicht durch die Cannons den Shipper, den kann man durchkommen. Da kommen die Templates von der Seite und Storm da mal drauf und dann hat sich das Team relativ bald erledigt. Ja, die Hydras versuchen weiter zu rennen, aber das sind noch mehr Cannons. Und dann bleibt von den Hydras halt wirklich kaum bis nichts übrig. Ja, die Hydras wird einfach zerstört, wenn es die Protoss-Armee hier wird von den Vipern ein bisschen belagert. Die Overseer ziehen sie zurück, von den Hydras ist alles tot. Aber gut, wieder mal Supply entfernt, um danach bessere Einheiten zu bauen. In dem Fall Infestoren. Nip hat die Bonus-Gasbasis, die aber noch nicht läuft. Das gleiche Geschichte bei Armani. Haben zwar dieses Hauptgebäude hingepflanzt, aber nutzen die Basis noch gar nicht. Bei 65 zu 63 Worker dauert das auch noch ziemlich lange, bis wir maxed out sind. Also, das ist eins der eigenwilligsten PVZs, die ich bisher gesehen habe. Also, jo. Das ist halt wie alte Blue Lord, alte Swarm Host-Zeiten. Nur noch langsamer, da keiner der beiden Bock hat, groß was zu tun. Ich meine, wir sind jetzt bei 17 Minuten und Resource Lost 5000 zu 13.000. Und die beiden sind schon maxed eine ganze Zeit lang. Aber ja, gut, die Zerg Army rennt jetzt weiter nach draußen. Und da unten gibt es mal einen Runby auch vom Protoss, aber die DDTs, jo, haben nicht viel Spaß. Da, oh, die Basis ist verfügbar. Da ist mal ein offener Punkt in der Verteidigung gefunden worden von den DDTs. Vielleicht können die was tun währenddessen, aber die Protoss Army jagt gerade die Linge, die zu Baningen morphen wollten in Masse. Jetzt legen die, rennen die Linge einfach durch die Cannons durch. Das sind plus zwei Attack, Linge mit der Green Glance. Der Schaden ist nicht schlecht, aber die Protoss Army rollen da trotzdem völlig durch, weil die DDTs haben ihren Spaß, weil ja. Schwachpunkte in der Defense gefunden. Also Lieb war gerade erfolgreicher. Die DDTs säbeln da fröhlich. Nicht mehr lange, aber hey, sie haben 7 Drones gekillt. Und vielleicht kriegen sie noch eine Queen. Ah ne, mit Transfusen sollte eigentlich viel passieren. Ja, einfach jedes Mal Transfusen. Und die Queens bleiben alle am Leben. Bitte mit Transfusen mal deine Overseer. Ja, währenddessen bringt sie aber Nebenpositionen wieder nochmal ein paar Spore-Caller zu kriegen. Ich glaube, das ist inzwischen 6 Spore-Caller down. Das ist gar nicht mal so viel bisher. 7. Ich meine, es sind genügend Tempest, um die Spore-Caller zu one-shotten. Also daher, ja, Lurker wird auch rausgenommen. Das momentan Lieb ist es wirklich so, ja, langsamer bestätigt. Bloß nicht hetzen. Und die Länge rennen immer wieder durch die Gegend, aber es sind halt überall Cannons. Und ach gut, Baininge, so. Erinnert ihr euch, wie hier 3 Cannons und 2 Schildbatterien standen? Neep hat mal geupgradet. Wie viel Geld in Static Defense auf dieser Map steht, das ist absurd. 54 Cannons, 24 Schildbatterien, 45 Sporecaller, 4 Spinecaller, die Corrupter kriegen Storm Up, die Baninge rollen jetzt mal fröhlich los. Kriegen einen Python. Kriegen ein paar Probes. Ja, doch, die Baninge machen ein bisschen was an Wirkung, aber die Protoss ist halt direkt nebenan. Und somit 15 Probes tatsächlich. Ich sehe, wie es das gerade gemanagt hat, 15 Pops zu killen, aber okay, 15 Pops weniger. Ist die Frage, baut Neep überhaupt nach oder baut einfach mehr Army Supply? Momentan scheint es mehr Army Supply zu werden. Hier mal. Changelinge. Eine Flut an Changelingen, die gestormt wurde. Ja, jetzt kommen ein paar Ulis noch mit rein. Dritte Attack Upgrades kommen da noch mit dazu. Drittes Schild Upgrade kommt mit dazu. Es waren interessante 20 Minuten. Ich glaube, das Sack Upgrade Tab ist halt. Hat er alle Upgrades am Mann? Also ich glaube, viele Upgrades fehlen da nicht, wenn überhaupt eins fehlt. Ich habe es jetzt nicht im Blick, aber es sieht für mich so aus, als ob sämtliche Upgrades drauf wären. Und da kommen jetzt die Infestoren mit ins Spiel. Neuroparasite auf die Tempest. Einmal reinziehen in die Static Defense und dann mal prompt entsorgen mit den ganzen Einheiten. Aber dafür sterben auch ein paar Infestoren. Das heißt, teure Einheiten werden gegen teure Einheiten getauscht. Die Viper stirbt, aber schafft sich nochmal 2 Tempest. Also das war ein besserer Move von Armani. Lieb expandiert einfach rüber. Also haben wir jetzt noch eine Basis, die verfügbar ist. Da steht Nydos übrigens drauf, schon seit einigen Minuten. Die Basis läuft inzwischen mal, aber ohne das Gas, was für Armani vielleicht auch nicht ganz so easy ist. Das Spingas konnte vielleicht noch brauchen. Ja, und ich fände nochmal 2 Overlords. Also bisher 10.000 zu 22.000 Resources lost. Ich würde mal sagen, bei dem Handel kommt die nach wie vor besser weg. Also, ich weiß nicht, was Armanis Masterplan dahinter ist, weil bisher sieht es aus, als würde er da den kürzeren ziehen. Okay, er versucht es mit einem Lurker Drop. Nach 20 Minuten. Ich finde die Map einfach so banal, was hier gerade passiert. Es kommen natürlich noch mehr Cannons und noch mehr Schildbatterien. Neep ist bei 61 Cannons. Ich spiele hier nicht Blue War, wo Static Defense mega krass. Wobei, bei so einer Masse Static Defense ist sie tatsächlich ziemlich stark. Das muss man Neep schon lassen. Also hat aber hier immer noch Einheiten. Also er hat auch immer noch Sorge, dass da irgendwas vom Zerg vorbeirennt. Da ist auch gerade was unterwegs, aber kann der Lurker Drop irgendwas dann nicht? Tatsächlich nicht wirklich. Jo. Überhaupt nicht. Sofort Recall auf die Einheiten rüber auf. Ich bin mir nicht sicher, wohin die Einheiten gerecallt wurden. Ich glaube, Neep auch nicht so ganz. Hä? Wo? Ach, zum Mutterschiff hat es gerecallt. Natürlich, das ist ja auch ein Recall. Die andere Recall-Quelle vergessen.
Ja, das hat nämlich seine Energie rausgepumpt. Das hat nicht mehr so viel Energie. Und ja, plus 3 Schilde. Das heißt, die EA-Upgrades sind fertig. 3-3-3 in der Luft. Auf dem Boden fehlt noch das Armor-Upgrade. Das wird jetzt auch noch mitgezogen, weil warum nicht? Ich meine, die Bank wächst eh, wobei in Libya. Man sieht die ganzen Cannons. Er hat 7000 der Spingas, aber nur 1000 Mineralien auf der Bank. Das ist das Spielchen, wenn man halt so viele Cannons baut. Ich meine, 150 pro Cannon bei 64 Stück. Das ist eine ganze Stange Geld. Armani hat auch eine ordentliche Bank, ja. Und wir schleichen uns hier vorwärts, ohne Anzeichen von einem großen Fight. Also 10.000 zu... Okay, jetzt könnte es was werden. Die Investoren gehen nach vorne, die Corrupter gehen nach vorne. Der Dachs werden gesetzt, aber Stormers Antwort kommt und hat die ganze Mühe für einen Tempest. Und die Tempest ballern halt immer noch völlig weiter. Also momentan zieht der Armani immer noch den Kürzeren, der sich jetzt auch die Basis schnappt, wo der Lütus neben steht. Dafür muss die Basis einmal fehlplatziert werden. Wir sind bei 46 zu 72 Worker, also mining-technisch ist Armani noch vorne, aber ja. Ich meine, sehr inspirierend ist das Mining, das jetzt hat, auch nicht. Mit 1900 zu. Bei Spingassen können wir es noch ganz okay. Aber es ist auch seine Idle-Time tickt auch hoch. Irgendwo stehen ja noch ganz Haufen Drones rum, wie es scheint. Da sind 15 Drones dran. Ich gucke gerade zu finden, ob da irgendwo ein paar Drones drum rumstehen. Aber irgendwo, doch, da stehen ein paar Drones rum. Darum tickt die Idle Time so hoch. Und die Corrupt haben gerade nochmal einen Storm abgekriegt. 25.000 zu 10. Also momentan Lieb spielt auf Effizienz pur. Also, so. Mit dem Tempest ganz gemütlich, Stück für Stück. Währenddessen Armani versucht einen weiteren Runby in eine Wand an Cannons. Der Hulk spricht für sich. Also irgendwie hat, glaube ich, Armani nicht ganz damit gerechnet, dass Lieb ihn einfach übertrumpft bei dem Bunker-Game. Und jetzt kommt er nicht so ganz damit klar, was jetzt eigentlich mit der Situation anfangen soll. Also irgendwie bunkern die Protoss in Korea nicht so. Weil Nieb hat sich irgendwie sofort gedacht, als er das gesehen hat, ja, das kann ich besser mit dem Bunker bauen. Und ich habe Tempest, Junge. Und ja, jetzt Armani irgendwie so. Bisher fühlt sich das alles so, als würde Armani einfach langsam wegsterben. Aber sehr langsam. Also als ob man mit einem Löffel an der Betonwand kratzt. Ja, es kommt bei Lieb natürlich nichts außer mehr Cannons. Lieb, stopp! Stopp! Bitte! Oh, ich sehe schon, dass das Match endet in einem Draw, weil keiner der beiden mehr Geld hat und beide nur noch zu viel Static Defense rumstehen haben, mit der nichts anfangen können. Weil Lieb baut einfach 10 Cannons nochmal mit dazu. Warum auch immer. Er hat halt 63. Warum braucht ein Protoss 70 plus Cannons? Ich meine, klar, er ist Runby-sicher, aber er ist doch eh mit seiner Army ständig in der Gegend. Ich meine, jetzt schnappt das nochmal die ganzen Banes. Also zumindest der Plan ist, rennen ab die Ulis ran, die wollen auf die Templer tatsächlich. Möchte Armani doch mal einen Fight starten. Jetzt geht's vorwärts mit Neural Parasites massenhaft auf die ganzen Tempest Parasite Bomben mit rein. Es ist ein riesen Chaos hier drin. Die Zerg-Army aber kriegt jetzt mehr und mehr Storms auf die Crap. Das sind ziemlich, glaube ich, auch die Protoss-Army wird dünner. Es werden 6 Warriors nachgeben, aber die Warriors sind noch am Start. Da kommt noch ein Time Warp mit dazu. Da kommt ein Recall. Da kommt ein Recall von Reinforcements, von einem Templar nochmal mit dran. Nochmal Storm auf die ganzen Corrupter, auf den Festoren. Die Festoren platzen dann weg. Ein paar Neural Parasites mit drin. Da kommt nochmal neue Templar. Warum kommt da so viele neue Templar mit dazu? Aber gut, die werden jetzt zu Archons. Ein Infestor ist ja noch, aber der stirbt jetzt auch. Und die ganze Zerg-Army ist down. Und auch ein Großteil der Protoss-Army ist down. Da kommen 29 neue Corrupter, 48 neue Linge. Und plötzlich ist die Bank halt weg. Das ganze Gedönse nach einem Fight ist die Bank komplett weg von Armani. Auch bei Neep ist mineralientechnisch einfach nicht genügend Geld da, um zu remaxen, weil sie einfach viel zu viel Geld in Static Defense gesteckt haben. Vor allem Mr. Neep hier, der Mining fast wieder dran war. Man sieht, Army Supply, ja, Zerg hat. Wobei Protoss hat schnell mit dem Reinforcement bauen angefangen. Warum schießt das danach wieder? Also am Ende bauen beide wieder auf einer ähnlichen Rate nach, aber jo. Man haut mal Geld raus, aber natürlich die Wand an Cannons und Schildbatterien steht noch immer und jo, die ist immer noch schwer zu erreichen, die Dinge. Rennen da mal rein, kriegen einen Stormat, kriegen Archons ab. Und Armani hat inzwischen 22 zu 45.000 Ressourcen lost. Die wandert jetzt einfach in den Süden, weil ich denke, ja, oben, ich habe oben so viele Cannons, was willst du tun mit deinen Lingen? Runby? Viel Erfolg dabei, aber kriegt jetzt die ganzen Spore-Call ab, die hier rumstehen. Jetzt baut er wieder neue Tempest. Dieses Spiel macht mich fassungslos. Aber willkommen bei, man hat doch nie alles gesehen in StarCraft. Es gibt immer wieder Dinge, die einen überraschen. Und das hier ist wirklich. Das ist mal neu. Ich meine, Neep stellt jetzt hier einen Pylon. Ich erwarte fast, dass da Cannons mit rankommen. Auch wenn seine Mineralien das echt bald nicht mehr hergeben. Weil, wie man sieht, Mainbase ist leer. Natural 200 Minerals noch.
Das ist die vierte ja eigentlich. Die dritte ist hier oben. Die ist schon komplett leer. Die vierte auch nur noch schwinden Mineralien. Dann haben wir eine fünfte Basis. Da gibt noch einiges an Mineralien. Eine sechste Basis. Da geht noch was an Mineralien. Das ist das Pingas schon leer, weil es das Bonusgas ist. Und eine siebte, wo die Mineralien gefarmt hat. Beide haben halt gleich viele Bases. Das ist am Ende gewinnt der, der effizienter mit seinem Geld umgeht. Das ist momentan Neep. Deutlich. Das sind 24.000 Resources lost mehr. Die Voltage schauen dort nochmal vorbei. Raptor kommen dann wieder zu, aber die kommen ein bisschen spät und die Voltage können einfach über die Cannons fliegen, weil sie da eher über die Basis fliegen sollten, also über die Mainbase. In der Mainbase sind nicht ganz so viele schöne Cannons, die da die Voltage unterstützen können. Raptor kann einfach zurückkotzen, wenn die Cannon auf den Nerven geht. Caustic Spray wäre ein Thema. Da Kabok hatte. Schauen wir uns jetzt an. Das ist ein ziemlicher Haufen an Banes gewesen. Ich glaube, er hat zwei Cannons dafür bekommen oder so. Zwei, drei Cannons und einen Pylon. Das war ein Haufen an Banelingen. Und Armani geht halt echt das Geld aus hier. Er hat jetzt nicht mal mehr eine Vespin-Gas-Bank. Und da kommt auch nicht mehr so viel Vespin-Gas nach, weil das Vespin-Gas ist gleich leer. Also Armani sollte sich so langsam überlegen, besser mit seinen Ressourcen umzugehen. Bisschen nachhaltiger sein, weil so kann er das Ding nicht weitermachen. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo den beiden das Geld ausgeht. Und momentan, bei Neep ist jetzt auch nicht viel reicher, aber es sieht trotzdem besser aus als das, was Armani macht. Und Neep hat halt immer noch deutlich mehr Backup-Cannons, als Armani Backup-Sporkcrawler hat. Wobei er baut gerade wieder Sporkcrawler. Natürlich baut er wieder Sporkcrawler. Was erwarte ich eigentlich? Wenn die beiden was können, dann ist es Static Defense bauen. Nochmal vier Cannons mehr. Neep will unbedingt über 70 Cannons bleiben. Das wollte ich jetzt hier nochmal klargestellt haben. Production Tab inzwischen ist Stillstand. Was sagt das Unit Tab? Ne, natürlich. Mehr Schildbatterien. Okay, also Neep spielt den slowsten Style, den er machen kann. Und da Armani das Spielchen mitspielt, da Armani das Spielchen angefangen hat, zieht Neep mit und wirklich übertrumpft ihn in dem ganzen Spielchen noch. Und jetzt wird Armani weiter belagert und überlegt sich, wie komme ich jetzt da am besten dran? Weil je länger wartet, desto mehr Static Defense kommt hier. Okay, die Lurker rennen mal kurz nach vorne, wollen da nicht sicher, was sie da wollten. Ich glaube, einen Templar erreichen, aber haben es nicht. Die Lurker waren viel zu schnell. Jetzt kommt der Rest der Sorg-Armee mit dazu. Aber jetzt halt die ganzen Schildbatterien online und die Cannons mit dabei. Und Parasitic Bombs, die fliegen die ganzen Overseer gehen da einfach dahin. Es ist noch Sporkcrawler mit dabei für die Detection. Aber es ist bei Armani einfach, ja, hat keinen Bock mehr. Natürlich geht es komplett enttäuschend zu Ende, indem der Zerg einfach das Handtuch wirft. Aber ich meine, klar, mit 25 zu 58.000 Resources lost, Gasbank kaum vorhanden, er kann halt nichts mehr viel nachbauen, außer Sporkroll und Linge, aber gegen Tempest keine Chance. Kann halt nichts tun. Er hat jetzt nämlich zwei Vipern, 20 Corruptor und sonst nichts mehr. Das war eine Map in StarCraft 2. Ich bin mir nicht sicher, wie das bewerten soll. Neep hat am Ende wieder mehr Mining, natürlich. Jo, Army Supply ist einfach komplett gecrashed bei Armani und hat einfach dieses Mal nicht mehr das Geld, um das nachzubauen. Der erste Fight war da noch, da konnte es nochmal nachbauen. Da war der Fight auch besser. Hier hat er einfach nur noch, ja, abbekommen, weil er hier stand halt schon die Static Defense. Er hatte früher engagen müssen, als dann, wann er es gemacht hat. Also irgendwie, ich bin mir nicht, nach wie vor nicht sicher, was sich Armani bei der ganzen Aktion gedacht hat. Aber ich glaube, er hat wirklich darauf gehofft, dass Neep, wenn er das sieht, dass Armani auf Spock hat, das Neep versucht anzugreifen. Ich glaube, darauf hat Armani gebunkert und er war echt ein bisschen perplex, als er gemerkt hat, nee, der bunkert einfach noch mehr als ich. Und dachte sich, das ist doch illegal, das kann er doch nicht machen. Und darauf kam er gar nicht mehr klar. Und somit hat jetzt Neep die Einzelführung. Also das ist jetzt meine Bewertung von dieser Map. Und ich bin jetzt gespannt, ob Armani das jetzt anders angeht in der zweiten Map oder nicht. So, und auch hier gab es wieder die Ausweichs-Expansion und einen Pylon-Block. Der war da aber von den Längen auch, der Drone geklärt, wobei das doch noch einige Sekunden rausholt. Ich meine, das waren jetzt ja 16 Sekunden, wo da nichts ging. Aber die dritte ist unterwegs, Linkspeed ist unterwegs und wir sehen Adept im Bau, wobei das schon der zweite seiner Art ist. Der erste ist schon unterwegs gewesen, aber kam nicht mehr bis rüber. Dass er, ja, auf dem halben Weg hat er wieder umgedreht, also Neep hat da ein bisschen Sorge gehabt, dass er angegriffen wird. Ja, ich bin mal gespannt, ob Armani den Angriff auspackt hier. Was ist sein Gedanke für Map Nummer 2? Bei Neep ist der Plan schon wieder ein Stargate mit einem Void Ray. Armani knabbert da an dem Schrott rum, der da liegt, der den Weg blockiert. Metabolismus-Schub ist fertig. Und ja, zweites Gateway ist online. Warpgate kommt mit dazu. Also ich sehe bei Neep einfach eine dritte Basis in der Zukunft und dann eine Robo Twilight Forge. Wie man das halt so spielt als Protoss. Ich habe jetzt nicht, dass Neep da groß sich gezwungen fühlt, irgendwas anderes zu machen. Ich meine, er hat sich halt so durchgechillt durch die erste Map. Ich glaube jetzt nicht, dass es viel mega stressig war. Die Fights vielleicht, mal der eine Fight. Der zweite Fight war dann schon deutlich entspannter. Und ja, wir sehen, der Robo ist unterwegs. Wenn das ein Oracle schaut hier vorbei an der Netspiel. Und da ist noch kein Sporkcrawler.
Nachdem er Mani fleißig Spore-Kolle gebaut hat, hier hat er sich einen gespart und verliert dafür aber drei Drones. Aber wir haben dieses Mal nur die Robo-Benieb, also keine Twilight-Kombo dazu, aber da auf jeden Fall die dritte Basis. Das war zu erwarten. Jetzt ist die Frage, zieht Armani mit? Armani baut erstmal einen Roachborn und plus 1 Missile Attacks. Währenddessen schließt sich da aber auch kein Oracle mehr mit an. Also wir haben zwei Oracle, das zweite fliegt gerade rüber. Und drittes kommt nicht mehr dazu. Die Adapts wollten was tun, aber ein Adapt wird surrounded. Der zweite wird auch surrounded und der schafft den Shade mit 6 Hitpoints verbleibend. Ah, das sind die Queens, nee. Einmal draufspucken, aber die Queens sind zu langsam. Der Adapt kommt nochmal weiter. Währenddessen fliegen die Oracles an auf die neue auf die dritte Basis, bis auf die. Ja, hier als zweites gebaut wurde. Der Adapt wird geklärt. Hier gibt es einfach nochmal kurz Markierung. Und da sieht man, okay, Leertech ist unterwegs beim Zerg. Es sammelt da wieder Gas. Und da ist eine Evolution. Die Evolution sieht Armani normales. Sieht Nieb normales. Auch. Nein, die sieht er nicht. So groß ist die Reichweite nicht von den Drones. So, das Ding sieht er nicht. Oracles fliegen aber nochmal ran und sagen Hallo und wollen nochmal ein paar Drones haben. Und kriegen da momentan 4 Stück. Und sehen das auch die Evolution Chamber. Die Oracles, ja, waren jetzt überwacht von der Queen, aber da kommt da nicht ganz ran. Overlord fliegt noch mit hinter trotzdem. Lieb hat eben die dritte Basis, hat noch ein paar Drones erwischt. Hat momentan die zwei Adepts verloren. Und einen Pylon gecancelt. Das waren seine Verluste bisher. Und nochmal eine Sentry mit dazu, wir haben Immortal in Produktion. Aber eben dieses Mal noch kein Twilight. Das wurde jetzt nachgezogen, das ist jetzt doch da mit der Forge. Aber die Upgrades kommen einen Ticken später. Oracles schauen nochmal rein in die Mainbase und killen nochmal drei Drones. Und die Oracles sind echt greedy hier, aber schaffen nochmal 4 Kills und kommen tatsächlich raus. Und wir sehen Hydro dann wieder unterwegs bei Armani mit plus 2 Missile Attacks. Roach Army hat er dieses Mal aber nicht aufgebaut, dieses Mal hat er sich das bisher noch gespart. Die Frage ist, kommen jetzt noch Roaches? Geld hätte er auf jeden Fall dafür. Stattdessen erstmal noch ein paar Drones, ein Overlord, vierte Basis. Und da rückt jetzt die Protoss-Armee. Und das ist eben jetzt diese Move-Out, um den Zerg zu zwingen, Einheiten zu bauen. Dass der Zerg eben nicht zu greedy unterwegs sein kann. Dafür kommt die Armee jetzt angelaufen. Und da sind auch ein paar Hydras im Bau, wobei das relativ spät ist für Armani. Aber er hat 6 Queens, die können ein bisschen Zeit kaufen. Da kommen dann Hydras mit dazu. 4 Linge nur auf dem Feld, das macht relativ wenig. Hier wird ein bisschen Creep gekehrt. Solange der Creep dem Protoss auffällt, ist es dem Zerg auch recht. Weil eben Einheiten sind gerade noch nicht so viele da. Und da haben, ja, der Adept wurde nochmal rübergeschickt, killt dann nochmal den Drone. Die zweite schafft er nicht. Und da sind wir aber Infestation Pit auch wieder unterwegs. Also anscheinend der Plan Richtung Lurker könnte wieder was werden. Wenn das ein Twilight, ein Abenteiler Control, dann kommt logischerweise das Templar Archive. Und eine vierte Basis unterwegs auch für Nieb. Armani fleißig am Scouten mit einem Overseer, aber da kümmert sich jetzt das Void Raid rum. Ja, der Overseer wird hier sein Ende finden. Sieht zumindest mal noch die ganzen Immortals hier unterwegs sind. Die Oracles sind die vierte Basis. Kommen aber auch wieder von den Queens weg. 2-1 Upgrades unterwegs für die ganzen Hydras. Diesmal eben keine Roaches, sondern einfach einige Masse an Hydras wird produziert. Da kommt aber der Hive-Tech. Und da kommt der Lurker drin. Also es sind auf jeden Fall Lurker in Planung. Aber mal sehen, man kann Lurker auch aggressiver spielen. Man muss die nicht so, ja, einigeln, wie das Armani gemacht hat. Kann das auch deutlich aggressiv spielen. Das zeigt Rainer zum Beispiel ziemlich gerne. Wenn Rainer seine beiden Upgrades auf dem Lurker ready hat, dann ist Go-Time. Dann geht's rund. Und bis dahin ist Rainer defensiv. Mal sehen, ob das Armani auch so angeht oder was sein nächster Gedanke ist. Auch hier wird die Rampe verbreitet. Und Hallucinations rausgeschickt für den Scout. Mehr Drones unterwegs. 13 Stück aus Armani. Scheint auf jeden Fall wieder ordentlich ein Makro-Game anzuplanen. Die Drone wird auf jeden Fall fleißig. Die Hydras sind draußen. Diesmal hat er keine Roaches gehabt in der Zwischenphase. Aber natürlich auch Nieb macht hier fröhlich weiter. Dann Storm als Konter auf die Hydras. Hatte Mortals auch als Konter dann schon ein bisschen für die Lurker. Dass die Protoss-Armee sieht zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich schlecht aus. Und eben Nieb mit einer vierten Basis zieht halt in die Economy auch noch ziemlich gut mit, weil er das Basengleichstand mit dem Zerg und das ist für den Protoss nicht so schlecht. Auch wenn natürlich mehr Drones auf dem Feld sind, aber ich meine, als Protoss man erwartet, dass man ein bisschen besser tradet. Gegen Lurk ist es schwieriger, besser zu traden. Aber mal sehen. Momentan Linge rennen runterkriegen, unten den Pylon, der gebaut wurde. Oder der noch im Bau war, aber der wird auch nicht gecancelt. Wir sind mal 2 Spinecrawler und eine fünfte Basis unterwegs. Also wir kriegen nach und nach mehr Basen. Die beiden spielen das trotzdem wieder sehr ruhig. Bleedbeacon unterwegs für Nieb. Noch keine weiteren Stargates bisher. Plus 2 wird Chrono boosted. Und da kommt Seismic Spines, das erste Lurker-Upgrade. Also ja, Lurker werden vorbereitet. Aber auch Nieb hier. Jo, das ist halt auch... Ja, Nieb ist nicht der übermäßig aggressive Protoss. Bisschen wie ein Showtime. Ich glaube, Showtime sehe ich sogar eher rauspushen als Nieb. Aber ja, Nieb schaut jetzt mal vorbei. Oder aber auch weitere Stargates. Also er hat so eine Transition in Planung. Versucht einfach natürlich, dass der Zerg hier nicht komplett eskaliert. Das wäre wichtig, dass eben der Zerg nicht tun und lassen kann, was er will. Da kommt ein Vorsichtsstorm, das weiß jetzt auch Armani definitiv. Storm ist da. Storm ist ein Problem, um das man sich kümmern muss. Lurker wartet eben auf, Seismic Spines ist bald da. Und wir haben dann die erste Nacht-Lurker auf dem Feld.
3-2 abgesaugt auch unterwegs für die ganze Bodengruppe hier mit Hydras und Lurkern. Erster Storm fliegt dann auf die Hydras, die weichen aber aus. Und ja, wie man sieht, die Zerg-Army wehrt sich hier. Die Protoss-Army setzt fleißig Storms. Die Frage ist, reicht das dann, wenn die Storms alle draußen sind, bis es so viel Support ist für die Immortals, nicht mehr dabei ist? Es ist hauptsächlich Storm-Support für die Immortals. Der muss in dem Fall reichen, aber die Lurker haben natürlich da einige Probleme. Entsprechend möchte jetzt auch nicht in die Lurker reinlaufen. Und Adaptive Talents kommt als nächstes und dann werden die Lurker voll einsatzfähig mit bald plus 3 Missile-Attacks. Dann geht was. Und die Zerg-Army ist hier auch fleißig unterwegs. Das ist auf jeden Fall aktiver, was Amani hier macht. Deutlich. Wozu rede ich eigentlich? Da kommen direkt wieder 4 Spawncrawler. 4 Spinecrawler, aber gut. Sind nur 4, ist jetzt noch nicht die Welt. Und Amani ist immer noch mit seiner Army deutlich mehr auf der Map unterwegs. Als er das in der vorigen Map war. Kann sich dann hier auch vielleicht eine 5. Basis und eine 6. Basis schnappen. Ist eine, er hat ja. Die 5. hat er schon. Das ist ja die hier oben. Aber jetzt weitere Basen einfach. Wenn das Nieb ist auf seinen 4 Basen, noch keine 5. mehr dabei. Er steht jetzt aber defensiv von näher. Amani schaut mal vorbei mit seinen Lurkern. Adaptive Talents, Seismic Spines ist da und die Lurker legen mal los. Stachel, Stachel, Stachel. Da geht's rein in die Cannons. Da haben Cannons auch ein schweres Leben. Die Mortis versuchen da irgendwas zu halten. Jetzt aber Storms landen mit drauf. Die Storms sitzen schon mal ziemlich gut. Garden Shield ist nochmal mit dabei, um den Schaden ein bisschen zu reduzieren. Die Lurker machen weiter Schaden. Jetzt platzen die ersten von den Storms weg. Die Zerg Army möchte weiter rein. Es werden Hydras und Viper nachgebaut. Aber die Zerg Army jetzt fightet sie gegen Interceptoren. Die Mortis stehen aber noch. Es sind immer noch Storms verfügbar. Und so weit vorwärts kommt Amani bisher nicht. Der killt jetzt die ersten paar Probes. Also, ja, will jetzt auch die Lurker näher ranschieben, damit eben die Probes loswerden kann. Die Archons haben da ein bisschen Schwierigkeiten, da geht auch einer down. Und Nieb währenddessen hat einen Counterattack unterwegs mit Zellets an der dritten Basis hier. Die Zellets schlagen sie da durch, auch die Hydras können da Schwierigkeiten. Währenddessen gehen die Storms und die ganze Protoss-Army ballert einfach auf die Hydras und die Lurker und räumt einfach easy die Zerg-Army weg. Und ja, Nieb räumt die Zerg-Army recht problemlos auf. Und die Zellets sind immer noch unterwegs tatsächlich hier, sorgen immer noch für Chaos. Ground Carapace 2 sitzt da ready, aber für Amani war das, glaube ich, gerade deutlich teurer. Ja, 4000 Ressourcen mehr verloren. Und Neep baut einfach die Static Defense seiner Base wieder auf, baut mehr und mehr Carrier. Aber Amani hat natürlich Hydras. Die sind nicht schlecht gegen die Carrier, zumal die Hydras 3-2 Upgrades haben. Aber ja, das, der Fight war nicht optimal für Amani. Hätte gerne noch mehr Schaden gemacht, aber er kam nicht so wirklich vorwärts. Die Storms haben gut gesessen. Und eben der Counterattack hat ihn dann genervt. Wobei der Counterattack, nee, das Warp-Prism war, glaube ich, unterwegs, wurde aber gesniped. Oder? Nein, es war kein Warp. Ist ein Warp-Prism irgendwo? Ich dachte, es war voll meins im Bau. Aber nein. Kein Warp-Prism, das sind die Zellets einfach rübergelaufen anscheinend. Ja, dritte Basis ist auch ein bisschen eingemauert. Und oben scoutet man, sieht, okay, da ist noch keine Base, da ist noch keine Base, weil da ist Creep, da ist Creep, da ist Creep, da kommt eine neue Base für den Zerg. Und da unten ist ein Link stationär. Also zumindest weiß Amani, Nieb ist immer noch auf 4 Basen. Jetzt kommt ein Warp-Prism. Jetzt kommen aber auch neue Lurker. Bisschen mehr Static Defense beim Zerg. Natürlich hier gegen den Rumble sollte man sich absichern. Oben wäre der nicht so einfach gewesen, denn da sind die Spinecrawler ready. Nieb switcht nach und nach auf eine. Ja, bisschen stärkere Air-Army mit den ganzen Carriern. Und für die auch Upgrades mit dazu. Trotzdem, hier die Protoss-Army muss aufpassen. Es ist immer noch Lurker, die sind gefährlich, vor allem für die Templer. Diese Saturn haben Schwierigkeiten mit den ganzen Hydras. Da haben wir ein paar Zellets zerstört und Protoss-Army sucht nach offeneren Wegen. Hier, ja, dafür hat man die Static Defense, da das passt. Da hält man die Static Run-Bias auf. Dafür ist Amani dann gut aufgestellt gewesen. Und Nieb sucht jetzt nach einem Opening. Also tatsächlich dieses Mal nicht dieses Eagle-Game. Diesmal doch von beiden ein bisschen aktiver. Ist die Frage, ob Amani da irgendwie den Sprung auf die Protoss-Army schafft. Das ist gegen die Storm-Energie, die noch da ist. Man sieht die Templer unten drunter mit dem violetten Energiebalken. Das sind einige. Protoss-Army wandert jetzt auch über die Map. Wenn das ein Changing-Dinge, das ist ein Zealot. Der wird aber geblockt. Oben geht es jetzt aber zur Sache an diese Base. Die Static Defense kauft natürlich Zeit. Die Zeit, um Lurker in Position zu bringen. Die Hydras in Position zu bringen. Sind mit bei. Jetzt kommt der Run. Da kommt der Run auf die Protoss-Army von mitten rein, um die Templer zu vernichten. Die Templer gehen auch alle recht schnell down. Aber ist die Frage, reicht jetzt das mit der Air-Army? Die Hydras spucken da fröhlich Interceptoren aus dem Leben. Aber es sind noch Archons mit dabei. Der Archons macht da doch einige Probleme. Die Lurker wurden dabei alle geopfert bei der Aktion. Es sind auch schon 14 Downs gestorben, weil oben sind immer noch die Zealots. Die haben sich durch die Selective und zurückgekämpft. Die Protoss-Army hat sich hier behauptet und das sieht nicht mehr gut aus für Amani. Er packt jetzt ein paar Carrier. Kann die Sniper, wir haben eh schon fast keine Interceptoren mehr. Die Zealots und die Archons sind gerade ein viel größeres Problem für Amani als die Carrier an und für sich. Die Zellets währenddessen schlagen sie nämlich oben komplett durch. Die Hedge haben die komplett ruiniert. Die Basis hier drüben stirbt nach und weg. Warp ist ein Sock für weitere Zellets. Die Zerg-Army ist immer noch auf der Flucht. Es werden nochmal mehr Hydras gebaut. Aber für Amani sieht es natürlich jetzt hier nicht gut aus. Wird es mehr und mehr Economy, mehr und mehr Basen. Ja, es sind wirklich die Zellets, die gerade Stück für Stück überrennen, weil die Hydras halt auch ohne Support nicht gut gegen Zellets sind. Gegen Charge-Zellets.
Die Warpels mit ist aber endlich gefunden, das wird entsorgt. Das heißt, die Protoss Army kriegt nicht einfach so Reinforcement. Aber es ist halt noch so viel Protoss Army gerade da. Und der Circ hat Schwierigkeiten, das loszuwerden. Die Zealots rennen jetzt gerade schon die Natural rein. Schlagen einfach mehr kurz und klein. Die Zealots haben sehr viel Spaß. Sie schlagen einfach wie wild um sich, wie ein Zealot halt so ist. Nochmal Abduct auf meinen Carrier. Carrier werden auf jeden Fall weniger. Und dann wird das Saturn nachgebaut. Die Hydras geben da wirklich größte Mühe. Der Hydra dann geht fast down. Die Hydra ist jetzt hier konfrontiert mit der restlichen Protoss Army. Da sind noch ein paar Zealots mit drin. Da sind immer noch die Mortals mit dabei. Und die Protoss Army, sie ist zwar nicht mehr groß, aber sie macht noch bei weitem genügend Schaden. Über 40 Drones bereits da und die Hydras geben sie mal größte Mühe, an die Carrier ranzukommen. Aber das Problem ist einfach, dass natürlich bei Armani gerade so viel wegstirbt und dann einfach nichts mehr übrig ist. Und das wird nicht reichen für den Zerg. Ja, da hat Nieb den deutlich besseren Fight gehabt. Die Lurkers sind zwar angestürmt auf die Protoss Army, aber sie konnten ja nicht genügend machen einfach. Die Storms haben trotzdem gesessen, deswegen die Protoss Army wird hier nochmal gecleared. Und die Zealots laufen nochmal rüber, aber wie man sieht, bei Armani ist halt echt wenig übrig. Er hat 52 Drones verloren, 20 Armies vielleicht zu 60. Das Mining ist komplett gedroppt, die Army ist komplett gedroppt und bei Nieb ist einfach, jo, nehmen wir doch mal eine fünfte Basis, ne, Production Tab. Jo. Es sagt eigentlich viel aus. Da kommen jetzt nochmal Drones nach Armani, versucht weiter sich im Game zu halten, aber ich sehe nicht viel Hoffnung für ihn, wenn ich gerade ehrlich bin. Wir sind bei 68 zu 150 Supply. Wenn der Gegner mal fast schon dreifach so viel Supply hat, ist kein gutes Zeichen. Dann kommen nochmal neue Lurker, aber bei so vielen Zealots haben es halt auch die Lurker schwer. Die Zealots haben 2-1 Upgrades, die Arkons natürlich dann auch. Und wirklich, die Zealots waren ein ziemlich großes Problem bisher für Armani. Er hat die Lurker nochmal, die Zealots ziehen sich da auch zurück, aber unten natürlich wieder ein Zealot so unterwegs, kann der die Economy angehen. Linge rennt da gerade rüber und Warprism sorgt für weitere Reinforcements, noch Carrier mit dabei. Und ja, momentan Nieb versucht jetzt einfach die Map zu kontrollieren, killt da unten auch noch der Zealot. Killt nochmal mehr Drones, als ob sich Armani gerade leisten könnte, Drones zu verlieren. Aber er kriegt es nicht in den Griff mit seiner Defense, währenddessen wurde gerade ein Feedback auf irgendwas gesetzt. Auf die Viper, da war eine Viper unterwegs und da kommt einfach das geschlagene GG von Armani. Ja, also, da hat er gegen Nieb leider nicht so viel Land gesehen. Der Slowstyle hat nicht funktioniert, das Draufrennen hat auch nicht funktioniert, also da hat Nieb einfach saubere Arbeit geleistet. Also Nieb scheint für die Season Finals wirklich in Form zu sein, kann er ihm nichts vorwerfen, räumt da also fröhlich durch und ist damit als Gruppenerster weiter. Ja, und das bei einer wirklich nicht unbedingt einfachen Gruppe, also Nieb hat starke Games abgeliefert in zwei verschiedenen Matchups und bin jetzt sehr gespannt auf unser Deciders Game, weil mit Armani und Clem treffen da zwei interessante Gestalten aufeinander. Wenn man sieht, wie Armani gegen Maru gespielt hat und wie Clem drauf ist, könnte eine explosive Kombo werden. Also ich bin sehr gespannt aufs nächste Game. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und ciao.